So, ja, herzlich willkommen zurück zu South Park. Ja, das Spiel, ne? Es hat Probleme. Genauso wie ich. Aber naja, wir machen einfach mal weiter, ne? Cool im gecheateten Modus. Mein Gott. Es ist wirklich, eigentlich ist es arm. Eigentlich ist es wirklich arm. Aber es ist mir einfach egal. Es ist mir einfach so egal. Das ist eigentlich falsch, dass mir das egal ist. Aber das Spiel ist halt einfach scheiße. So, muss ich mich jetzt hier runterfallen lassen? Ach du Heilige. Da ich wahrscheinlich nicht daneben springen, ne? Oh, ah, Gott. Hier sind Plattformen. Boah, man fällt aber auch wie ein Stein, ne? Das ist echt heftig. Hier, wow, boff. Ja gut, ist eigentlich nur logisch, ne? In anderen Spielen fällt man immer... Okay. In anderen Spielen fällt man immer so mega langsam. Aber eigentlich, ich war noch nie Zeuge, wie ein Mensch aus großer Höhe runtergefallen ist. Worum ich auch ganz froh bin. Ab. Hä? Ach so. Ach, hier die auch runtergehen können. Okay. Ich glaube schon, dass Menschen recht schnell runterklatschen. Doch, doch. Was? Was? Ach so, das heißt Black. Was? Warum? Ich bin doch da genau auf die Kante gesprungen, oder nicht? Boff. Ah! Oh! Boah, diese dumme Steuerung mitunter, ne? Dass ich wirklich nach vorne drücke und dann einfach zur Seite läuft. Das ist echt ätzend. Das schiebe ich aber mal ganz gekonnt auf den Emulator. Ich glaube, da ist nicht mal unbedingt das Spiel dran schuld. Ich sehe nichts. So, ja, da war ich nämlich wieder. Hallo, na? Reicht das? Nee. Reicht das? Nö. Das reicht aber! Habe ich wirklich daneben geschossen? Dankeschön. Gott, da ja, gerade was, fast das Viech da getötet. Die Ziege oder was auch immer. I'm so pissed. Ist ja okay, wenn du pissed bist. Aber piss dich nicht ein. Ha! War dein Wortspiel. So, das war nicht mein Wortspiel. Egal. Umpa Lumpa 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 Lumpa. Wow. Alter, das Zoomen laggt. Cool. Oh, ich glaube es. Oh, da muss ich mal kurz niesen. So. Ich warne übrigens auch schon mal vor, dass es eventuell in den nächsten Tagen zu etwas weniger Videos kommen könnte. Matty G wahrscheinlich nicht. Da habe ich noch ein bisschen Vorrat. Aber Lernen geht los und so. Und ich habe nicht mehr so viel Zeit. Das ist alles furchtbar ätzend. Und ich habe keine Lust mehr. Aber ich bin bald durch. Wirklich in. In, Moment, jetzt muss ich gerade kurz mal nachdenken. In 2 Wochen. In 16 Tagen bin ich durch. Dann habe ich alle schriftlichen Prüfungen hinter mir, die ich jemals in meinem Leben schreiben muss. Ich hoffe jedenfalls. Denn studieren will ich ja eigentlich nicht. Mein größter Wunsch ist es einfach, nie wieder irgendwelche Prüfungen schreiben zu müssen. Aber ich bin dem echt überdrüssig. Ich meine, andere Leute beschweren sich natürlich auch über Arbeiten, ne? Aber bei mir ist es nochmal auf einem anderen Level, glaube ich. Ich quäle mich richtig beim Lernen. Es ist nicht nur, dass ich zu faul bin. Oder keine Lust habe, sondern ich quäle mich wirklich dabei. Ich mag es nicht, Dinge zu lernen, die ich nicht lernen möchte. Die ich nie brauche, die mich nicht interessieren. Dinge, die mich interessieren, die lerne ich natürlich auch ganz gerne. Bei Spielen oder so, Spielmechaniken, was weiß denn ich. Zum Beispiel. Ja, wie viel die aushalten von der Waffe, ne? Das ist der Wahnsinn. Mein Gott. Naja, aber jetzt bin ich in 2 Wochen durch. Das ist wunderschön. Ich bin einfach mal so optimistisch und behaupte, dass ich das auch hinkriegen werde. Mit den Prüfungen, aber müsste eigentlich funktionieren. Irgendwie. Es wird zwar sehr... ich werde ein sehr schlechtes Abi schreiben, aber das ist mir ziemlich Wurst. Abi ist Abi. Fragt später eh keiner mehr nach. Höchstens, wenn man Numerus Clausus braucht. Aber da ich ja eh nicht studieren werde, brauche ich den eh nicht. Es geht ja einfach durch. Meine Bälle gehen einfach durch. Meine Bälle. Boah, ey. Jetzt lass ich treffen. Bam. Ich finde das schön, wie man ihre Hälse einfach nicht treffen kann. Finde ich ein bisschen frech. Naja, boah, Alter. Die Steuerung ist so am Eskalieren. Was? Tupper Warehouse schon wieder. Oh, da sind Jimbo und Ned. Wie scheiße das aussieht. Ja, genau wie das Spiel, das nervt nämlich auch. Karl hat gerade irgendwas mit Nerven gesagt. Deswegen habe ich dauernd eine Anspielung gemacht. Oh mein Gott!
bin ich gerade fast verreckt. Nein, nicht unbedingt. Ich glaube, ich werde unten aber auch geklatscht. Aber, hä? Das war doch gerade auf der anderen Seite, ne? Da kann ich doch jetzt einfach reinlaufen, oder nicht? Assassa! Phew! Phew! Ich gebe zu, die Waffen sind ein bisschen kreativ. Ein bisschen. Man muss ja auch Dingen, die man nicht mag, irgendwo was abgewinnen können. Man muss ja abwägen, ne? Piu. Boah, jetzt. Ich hasse es. Oh, es ist auch so lustig, wie ich einfach so nach spätestens einer Folge echt keine Lust mehr auf das Spiel habe und einfach nur noch nicht mehr will. Ich will einfach dann nicht mehr. Boff. Hab die Antenne getroffen, glaube ich. Ach du Heilige, muss ich kaputt machen oder so? Ja, und die Schlau macht sich wieder selbstständig. Ja. Machen. Ah, okay. Die machen auf jeden Fall was. Das sieht so ein bisschen aus wie die Roboter von. Ich muss dich bloß nicht runter, du Sack. Wie bei SpongeBob. Schlachten Bikini Bottom. Übrigens auch ein gutes Lizenzspiel. Mein Gott. South Park, habt ihr es nicht gefressen gekriegt? Nein, South Park Stick of Truth ist natürlich großartig oder wird wahrscheinlich großartig sein. Da ich die Serie schon mag, bin ich der festen Überzeugung, dass mir das Spiel auch gefallen wird. Und das werde ich trotzdem spielen, ne? Also nicht, dass mich das jetzt hier irgendwie total abgetört hat. Ist ja von ganz anderen Entwicklern und hat auch rein gar nichts damit zu tun. Also fast rein gar nichts, außer natürlich, dass es South Park ist. Darauf freue ich mich schon. Aber es wird noch ein bisschen dauern. Mit ein bisschen meine ich noch sehr lange. Denn ich muss ja noch bis Staffel 17 das nachgucken, ne? Wow. Man fliegt so weit. Es ist nicht schön. Mir ist aber wenigstens ganz freundlich, dass sie von der Waffe instant sterben. Wow! Ich finde das nett, dass sie mich gerade in die richtige Richtung geschubst haben. Guckt euch das an. Ich tippe die nur einmal ganz bisschen an. Das geht einfach so weit. Ha! Nicht schön. Da gehe ich gar nicht erst hin. Brauche ich doch gar nicht. Hier ist noch einer. Habe ich recht? Ja. Oh, das war cool. Guck mal, da ist nur einer rausgeschafft. Der jetzt auch gleich tot sein wird. Ja, ja. I'm gonna kick your butt. Das kriegst du eh nicht hin. Beispiel nämlich. Allein die Textur, ne? Es ist so wirklich. Das Spiel ist so lieblos. Es ist einfach lieblos gestaltet. Dachten sich, South Park, muss man mal schnell irgendein Spiel draus machen. Am besten Ego-Shooter. Weil das Spiel nämlich. Weil die Serie nämlich auch kontrovers ist, deswegen machen wir jetzt auch ein kontroverses Genre. So, passt. Alter! Geh da doch rauf, Junge. Das kann doch nicht so schwer sein. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Was oder was muss ich machen? Stand Tür offen, ne? Aber da ist keine offene Tür. Ich hab mich angelogen. Mann! Warte mal. Ach so, die Tür ist jetzt auf. Ah, das macht natürlich Sinn. Ein bisschen. Jedenfalls. Wie viel der auf einmal aushält, ne? Ist er tot? Ja, ich glaube schon. Sieht tot aus. Hier ist aber wieder kein Ende, ne? Oder hat sie wieder eine Tür geöffnet, von der ich nichts mitgerichtet habe? Ist vor allen Dingen einfach, es ist einfach der gleiche Raum, nur gespiegelt, oder? Na, nicht ganz. Da ist Mr. Hanky. Aber der ist mir egal. Ich will einfach nur wissen, wie es weitergeht. Hier ist kein Ausgang. Moment, war das. Achso. War das auch schon mal? Hier sind so viele Gänge, das verwirrt mich. Ah. Mr. Zylinder. Ach du Scheiße. Das ist Mr. Zylinder. Die Handpuppe von Mr. Garrison. Die natürlich ein Eigenleben hat. Ball einfach alles voll. Das war es dann aber noch nicht, oder? Von der Roboter-Invasion hier. Wäre fast schon ein bisschen lame. Also, ich meine, ich cheate. Und da ist gar nichts mehr lame. Ach, Mr. Zylinder. Lass doch gut sein.
Cheaten hat schon was, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Boff. Ich wär schon 10-mal tot, wirklich. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, aber auch wirklich auch nur ein bisschen, weil das Spiel einfach zu scheiße ist, als dass es mich irgendwie fertig machen würde. Bleib bitte tot. Jetzt bist du 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 tot. Boff. Oh, da ist immer noch einer aus, so ein Mist. Jetzt bist du tot. Jetzt bist du tot. Kann man schon drauf pissen. Das sieht so scheiße aus. Der ist aber nach der anderen Episode nicht gestorben hier, ne? Finde ich frech. Level abgeschlossen. Nur ein Tank war da. Interessant. Terrence Rev, ja, Terrence. Terrence Philipp habe ich ja jetzt schon gesagt hier, ne? Aus ein Episode 5. Auseinandernehmen erforderlich. Randale des Spielzeugs. Bahne dir deinen Weg durch die Stadt und geh zum Spielzeug. Nein. Wieso? Hi, Chef. Hello, children. Please tell me this comet crap is finally over. It's all gonna come to a head tonight, children. The comet is near South Park. Oh, great. So now what? We're gonna have to fight killer toys? Wow, good guess, dude. Okay. Others first. Ja, nee. Oh, wie hieß denn doch die Episode? Ja, Kai, jetzt komm doch her, du Jude. Ich darf das sagen. Ach, du Scheiße. Oh, nee. Das wird ganz fummelig, die zu töten. Ich merke es schon. Leck mich am Arsch. Okay, letzte Episode. Hoffentlich. Bitte. Hier wird es aber schon wieder von meinem Visier, weil wir den Zaun aufgebaut haben. Hier war eigentlich der Renaissance Fair, ne? Auf einmal, sieht South Park auf einmal wieder so aus wie in Episode 1? Das, ich würde es nicht glauben. Ja, das Schöne ist, dass es in 5 Episoden unterteilt ist. Das war wahrscheinlich der Vorläufer für die ganzen Episodenspiele heutzutage. Seit Life is Strange kann ich Episodenspielen aber nicht mehr böse sein, weil ich die Spiele einfach zu... Was zum Teufel? Ich bin aber viel zu sehr liebe. Panzer. Oh, das ist ganz fummelig, die zu treffen, ne? Aber wir sterben die schnell. Hat auch was Gutes. Sind hier noch irgendwelche andere? Ich muss die noch alle finden, ne? Kann die Buchstaben hier noch irgendwo kann ich lesen. Die haben alle das gleiche Kennzeichen. Das ist interessant. Steht ja auch hier, warte mal. Stop when red light appears. Oder when red light. Keine Ahnung. Steht auf amerikanischen Bussen mal drauf. Ist bei Simpsons gewesen. Von daher weiß ich nicht, ob das... Okay, jetzt steht das Ding einfach hier. Es macht einfach keinen Sinn. Was bist du denn? Ich kann mich nicht an sowas erinnern aus einer Folge. Oh mein Gott. Bleh. Woher kommt überhaupt diese Bar Brady-Statue? Ich kann mich nicht daran erinnern, wirklich nicht. Das könnte mir damit zusammenhängen in der Folge, wo er irgendwie Legastheniker ist. Also er ist Legastheniker. Wo er dann in einer Folge dann so einen Mordfall löst. Irgendwie. Oder einen Mordfall. Er hat so irgendwie so einen Fall löst jedenfalls. Ach du Heilige. Wo dann alle ganz stolz drauf sind. Kann sein, dass er da irgendwie so eine Statue für gekriegt hat oder so. Ich weiß es aber nicht mehr. Hölle. Das Spiel ist echt die Hölle. Wo sind denn jetzt die anderen Mann? Kenny und Stan. Stan, da ist schon mal Kenny. Das ist schön. Muss erstmal wieder alles erkunden. Obwohl es eigentlich sowieso nichts bringt. Boff. Boff. Ich will wieder einfach quer durch die Gegend fliegen. Hat was. Ist hier ein Kühlschrank? Warum steht hier ein Kühlschrank rum? Ich versuche den Kühlschrank. Oh, nervt mich nicht, ihr Viecher da oben, ey. Da seid ihr irgendwie hier die Tanks oder... Die Steuerung geht nicht. Ich konnte ihn nach oben ziehen gerade. Seid ihr irgendwie die Tanks oder so? Wenn ja, dann möchte ich nicht mehr leben.
Hier komme ich aber nicht weiter, oder? Nö. Warte mal hinten. Da liegt aber Munition rum. Das heißt, irgendwie komme ich hier hin. Och, ey. Das war jetzt echt nicht euer Ernst, dass ich hier noch irgendwie die scheiß Flugzeuge oder so töten muss, oder? Ich kann die kaputt machen. Es sind immerhin nicht die Tanks. Das ist schon mal ein Anfang. Leck mich am Sack. Wirklich? Das ist eine Qual. Ich hab ihn, glaube ich, getroffen. Mein Gott, was ist das? Muss ich jetzt echt... Okay, jetzt weggefahren. Keine Ahnung warum. Stan, bist du hier irgendwo, bitte? Bäh. Ich mag es, wie die quer durch die Gegend fliegen. Stan, du fehlst mir. Stan, du bist mein bester Freund. Also wenn ich Kai wäre, würde ich das sagen. Stan! Oh mein Gott. Ich meine, eigentlich kann es mir ja egal sein. Aber es geht mir ums Prinzip. City Hall. Bürgermeisterin. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Wie ist denn die Bürgermeisterin nochmal? Zack. Ja, wenn du irgendwo am anderen Ende der Stadt bist, dann kann ich da auch nichts für. Das könnte sogar hier... das Haus von irgendwem sein. Von einem der Jungs. Die sehen irgendwie alle gleich aus, die Häuser. Ich weiß nicht, welches zu wem gehört. Halt immer mit der Garage rechts und dann links daneben halt das eigentliche Haus. Die South Park Macbeth TTT sieht übrigens sehr ähnlich aus wie das Spiel hier. Finde ich ganz witzig. Aha, guck mal, die hätte ich jetzt sogar auf natürlichem Wege gefunden. Denk mich am Arsch. Vaterton. Furzmarathon. Boing, 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 boing. Ich höre welche, aber ich sehe keine. Gegner. Mit Gegner. Was denn, wo denn, wie denn, was denn, wo denn, in welche Richtung und warum? Warum tut ihr mir das an? Muss doch echt nicht sein. Boah, ich kann hier sogar hinter, oder? Alter. Würde ich mir die Secret gefunden, würde ich sagen. Warum kann ich ein bisschen snipern, wa? Moin! Ach, das war sogar so ein Heckenschützenhuhn. Ich verstehe schwierig, was das Spiel jetzt von mir will. Soll ich wieder Gegner töten? Hier sind keine mehr. Die alle getötet, glaube ich. Linken. Ich höre was. Ich wollte gerade sagen, ich höre was um den Ohr. Okay, die bringen sich einfach irgendwann selbst um. Das ist natürlich auch interessant. Oh mein Gott! Rennautos. Was ist das denn? Ich glaube, die Waffe ist am effektivsten, weil wenn die da reinfahren, gehen die kaputt. Oh, das war cool getroffen. Woo! Mann, jetzt! Verreckt doch, ey. Schön aus. So, und du auch noch. Boah, was ein Volltreffer. Leck mich am Sack. Ich will da jetzt noch hinten ein bisschen weiterkommen, ne? Ich will sie absolut noch schaffen. Das wäre schön. Und ich hoffe wirklich, dass es jetzt die letzte Episode ist. Das dürfte ja so gesehen nicht mehr lange dauern, ne? Wenn man mal ganz rational an die Sache rangeht. Weil... letzte Episode. Durch die Cheats ging das ja auch relativ flott von der Hand. Ich schieße mir einfach selber ab und dann fahren die da rein, ne? Das ist die Idee, ey.
Weil die sind so schnell, die Scheißdinger, ne? Ist der Hammer. Es hört aber auch nicht auf, ne? Mein Gott, dieses Gegnergeflute geht mir auf den Sack. Wirklich, es ist halt immer das Gleiche. Das ist so, so macht man Ego-Shooter falsch, wenn man einfach nur Gegner in die Welt spammt und dann dabei nichts passiert. Ja. Es passiert schon wieder nichts, ne? Es passiert schon wieder nichts. Truthähne! Kommt ihr denn her? Oh nein, es ist nochmal hier alle Gegner auf einmal. Bitte ne. Okay. Bitte nicht. Kann auch wie Kenny reden, ey. Mein Gott, aber es gibt gar keine Tanks mehr, kann das sein? Also irgendwie hatten wir doch keine. So, den war jetzt kaputt. Und jetzt verabschiede ich mich. Ich habe keine Lust mehr. wie immer eigentlich. Ja, ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns weiter um Spielzeuge töten. Wird lustig. Naja, eigentlich nicht. Aber gut, was soll's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.